Hi und damit herzlich willkommen zurück zu den Poké-News zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Am Mittwoch, den 14.09. soll ein neuer Trailer zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond erscheinen, welcher vermutlich die nun durch die Korokoro geleakten Informationen beinhalten wird, plus möglicherweise einige Extras. Gehen wir aber nun erstmal auf die Infos ein, die uns die Korokoro bietet. So kennen wir nun die Entwicklungen, ja richtig, Entwicklungen von Wuffels, welche frei übersetzt so viel wie Rockwuff heißen wird. Aber warum Entwicklungen? Nun, es gibt hier zwei mögliche Entwicklungen, einmal die Mittags- und die Mitternachtsform. Über den Typen, die die Formen annehmen, ist allerdings nichts bekannt. Je nach Uhrzeit, Tag, Nacht entwickelt sich Wuffels in eine der beiden Formen. Außerdem wurde noch die Ultrabestie UB02 gezeigt, welche über zwei Formen je nach Spiel verfügt. Den Screenshots ist zu entnehmen, dass man in Pokémon Sonne auf die Erweiterungs- und in Pokémon Mond auf die Schönheitsform treffen wird. Auf den Screenshots ist zu sehen, wie die jeweiligen Formen gegen Kaporeki kämpfen. Zu UB01 wird außerdem noch angemerkt, dass der Name ein Mysterium ist, aber möglicherweise eine tiefere Bedeutung hat. Weiter kündigt die Korokoro an, in der Oktoberausgabe weitere Informationen über die wahre Stärke von Typ 0 bekannt zu geben. Das war's auch schon wieder mit den Poké-News aus der Korokoro. Wir sehen uns möglicherweise Mittwoch wieder. Bis dahin, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und bewertet das Video, je nachdem, wie ihr es fandet. Demnach, haut rein, bis dann und ciao!